Also einen Moment wünsche ich mir wieder wirklich irgendwo meine Sexualität mit einer echten Dampflok ausleben zu können. Aufstehen, ausgekuschelt. Ausgekuschelt. Hab ich gerne so, also. Aufstehen. Scheiße, Mann. Also ich habe kein Problem damit, einen kraftvollen Liebhaber zu haben. Ja, Sahneschnittchen. Dann stehen sie beide auf. Aufstehen. Ja, Sahneschnittchen. Also was? Geilste für mich beim Sex mit der Lok ist halt, wenn ich auch an ihre Feuerbüchse kann. Aufstehen. Feuerbüchse beim Sex mit der Lok. Maschinen sind meine Lebens- und Liebespartner. Also ich hab ausgekuschelt. Aufstehen. Sex mit der Lok. Im Grunde genommen ist jeder Objekt mit mir. Einfach wunderschön, darum zu küssen, zu lecken, Alter. Maschinen geben mir Geborgenheit. Das ist mir vor allem einfach unheimlich geil. Sie geben mir Freude, ich kann sie bewundern. Diese Form der Ohren halt, das ist... Ich kann mit ihnen zärtlich sein. Mal wieder so richtig schönen, geilen Sex miteinander zu haben. Dann weiß ich, einer ist mit im Bett. Das ist fast schöner, als auf den Mund zu küssen, oder? Ich achte auch immer darauf, dass es ihm genauso gefällt, dass er sich gut fühlt. Dran, ich weiß nicht, ob ich jetzt damit so mit rausrücken soll, also... Ich schaue auch immer in ihn hinein. Wenn das mal alles so einfach wäre, ne? Das ist natürlich auch für mich ein schönes Gefühl, um kraftvoll Sex mit der Lok zu haben. Aufstehen. Es ist schon ein Gefühl dazwischen. Aufstehen. Da ein Schnittchen. Ich komme. Aber Sexualität, dafür begibt sich nichts Geileres als kalten Stahl. Das ist schon der Knaller. Ach, diese Ohren, also rühren das. Wenn du es wirklich willst, Ohren also rühren, dann musst du sie wissen lassen. Ach, aufstehen, Ohren also rühren. Na, wo ist denn unsere kleine schwarze Ratte? Ich würde jetzt so gerne da rein und sie anfassen. Ohren also rühren. Ist für mich halt wie eine Frau, oder? Und das kennt ja eigentlich jeder. Da wird's doch immer heißer. Ohren also rühren. Ich komme. Aufstehen. Kalten Stahl. Ich bin halt verliebt und aufstehen. Wenn ich mit einer Lok rumknutsche, brauche ich Sex mit der Lok. Dass so eine Lok ist für mich halt wie eine Frau, oder? Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht diesen Tisch hier lieben, weil zwischen ihm und mir besteht kein Gefühl. Scheiße, Mann. Aufstehen. Scheiße. Ja, hallo? Aufstehen. Sind Sie der Doktor? Ohren also rühren. Ja, ich bin der Doktor. Ohren also rühren. Da wird's doch immer heißer. Hab gehört, dass Sie sich schon mal mit Ohren also rühren beschäftigt haben. Ja, das stimmt, ja. Na, weil Sie ja... Feuerbüchse. Bei mir ist das also so alles eins irgendwie. Das ist meine Sexualität mit einer echten Feuerbüchse ausleben zu können. Wenn du es wirklich willst, dann musst du sie anfassen. Aber Sexualität, dafür begibt sich nichts Geileres als Sex mit der Lok. Da wird's doch immer Ohren also rühren. Natürlich mit der, die ich verliebt bin, die 420er. Für mich ist es vom Gefühl her so, als wenn sie ausgekuschelt. Scheiße, Mann. Was an der Sex mit der Lok ist auch mir ein eigenes Ohren also rühren. Ja, dran, Mann. Ein bisschen Luft braucht ihr, mir geht's auch nicht so ganz gut, also ein bisschen Liebeskummer. Aufstehen, ein Trumpf fehlt, ausgekuschelt. Also ich habe kein Problem damit.